Das ist ja... Okay, warte mal, dann packe ich das. Oh, wir haben drei Kisten voller Dings voll, ne? Sehe ich gerade. Oh nein. Ja, leichtes Magazin weiß ich noch nicht. Ich kann zwar mal eben gucken, ob uns das hier bei unserer Waffe irgendwas bringt. Na, Reload Time, aber wir kriegen minus drei Kugeln. Man sieht's oben rechts. Ja, nee, dann kann ich das auch entsorgen. Ich kann generell mal ein paar Waffenteile wieder entsorgen. Wir haben ja schon wieder die Kisten voll mit Waffen und so. Ganz ehrlich. Aktuell fühle ich das noch nicht so, weil wir haben eigentlich... So, jetzt ist hier nur noch die Waffe drin, ne? Zwei Waffen haben wir da noch drin. Wir können mal eben einmal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Da nicht. Da auch nicht. Handling minus 0,2. Ist das gut? Oder muss es besser werden? Globale Chance. Ich baue das mal ein. Nein. Nein. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Dann kann ich das erstmal alles entsorgen. So, dann kann das weg. Dann hätte ich gerne einmal bitte diese beiden Waffen. Kann ich mal eben auseinandernehmen. Warte mal, was sind jetzt unsere? Das ist unsere, ne? Lepper, genau. Zack, 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 zack. Dann würde ich einmal changen. Unsere Flapper und mal gucken, hier unsere Dings. Nein. 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 Nee. Es kann ja sein, dass irgendein Waffenteil dabei ist, was vielleicht besser ist. Wo ich dann sage, ja komm, let's go. Aber wenn ich hier nichts Besseres sehe, dann drauf geschissen. Das Holz, wie gesagt, lasse ich nochmal in der Tasche. Auch wenn jetzt viele wahrscheinlich sagen so, ich schmeiß das Holz doch auch weg. Ja, nee, sehe ich nicht. Weil vielleicht können wir es ja gleich mal zum Brennen verbrauchen. So viel ist es jetzt auch nicht. Ach, ich bin so doof. Ich muss sie auseinandernehmen. Was mache ich denn da? Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Und dann legen wir unsere mal da drauf. Und dann schauen wir mal. Nein, 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 anderes Visier brauche ich nicht. Nee. Loadspeed, aber vier Kugeln weniger. Stabilität, ja, nee. Feuerrate, ja, nee. Nee, nee. Wir haben eigentlich schon eine gute Waffe, muss man sagen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Munition noch hätten dafür. Richtig schön viele Pakete. Die können wir eigentlich herstellen. Oh, guck mal, der Tee wächst. Oh, wie cool. Das ist ja voll geil. Das ist ja mega. Gut, ja, wenn wir dafür noch ein bisschen mehr Kugeln hätten, die wir herstellen könnten. Warum kann man die Sachen nicht mitnehmen und einpacken? Was ist das denn hier? Place the artifact on the handle of the trolley. Was ist das? Eine Prophezeiung! Bitte was? Was zum Teufel? Warum? Wieso? Was? Der gibt uns also Prophezeiungen. Aber sind die Prophezeiungen dann dafür da, dass wir... Die Prophezeiung dafür da, dass wir, dass das Fancy auf Shark Attacks 50% Hate Train. Aber was sollen wir denn jetzt placen? Place an Artifact on the handle of the trolley. Oh Gott. Ich möchte erstmal den Zug umbauen, bevor wir jetzt irgendwas hier anfangen. Noch eine Prophezeiung. Da ist es ganz großes Kino. Ja. Dann lass doch mal gucken. Zugumbau. Wir können... Plattform?
Zwei Schrauben, zwei Barren. Zwei Schrauben, zwei Barren, ne? Ach so, da könnten wir jetzt... Ach so, okay. Verstehe, da könnten wir es abreißen, unseren Kram. Können wir noch einen Wagen bauen? Ach, Limit Plattform, Limit Researched. Aber wir könnten immer noch keine Wände bauen, ne? Verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Also maximal haben wir schon erreicht, Waggon Plattform. Ich würde hier noch die zwei Dings bauen. Tatsächlich, diese zwei Handrails. Dazu brauchen wir viermal Schrauben und viermal Barren. Das mache ich mal eben. Viermal Schrauben, viermal Barren. Ja. Viermal Schrauben, viermal Barren. Dann können wir das Holz nämlich auch wieder loswerden. Viermal Schrauben, viermal Barren. So. Haben wir da auf jeden Fall schon mal dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schutz. Also ich hoffe, dass wir da vernünftig Schutz haben. So, wir müssen ja noch ein bisschen mehr erstellen, ne? Wir haben jetzt 5. Das heißt, ich kann jetzt 4-mal Schrauben herstellen. 4. Und jetzt brauchen wir noch 4-mal Barren, ne? Wir haben, warte mal, wir haben noch im Inventar 1. Also brauchen wir noch 3. Sehr schön. Und wir haben noch 4 Scrap Metal übrig, die ich wieder reinpacke. Sehr gut. Alter, wie schnell halt einfach das Scrap Metal wieder weg dann ist, ne? Oh! Ja, der Tee ist fertig. Tee Leaves. Was können wir dort machen? The main thing is to let them brew well. Drop, Spade, okay. Können wir das irgendwie hier brutzeln? Zum Tee? Nee, ne? Nee. Let them brew well, okay. Ja, würde ich mal bei Essen, Trinken reinpacken. Ach, scheiße, es ist auch schon alles voll. Ich krieg einen Kotzreiz. Okay, hier. Essen, 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 Essen. 5 Stück brauchen wir auf jeden Fall immer zum... Trinken, 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 trinken. Wir brauchen, glaube ich, immer 5 Stück, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So. Ich sortiere mal eben Scrap Metal ein. So, Holz. Was sagt denn eigentlich unser Ofen? Holz. Take. Change. Dann packen wir da auch nochmal 5 rein. Hier ist genug drin. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Luft nach oben und wir bauen die Handrails. Ach ja, wir haben ja einen neuen Kollegen, ne? Nee, doch nicht. Ah. Diesmal sitzt hier keiner drin. Hm. Okay, pass auf. Handrails. Handrails. Sehr schön. Ja, das sieht doch ein bisschen mehr nach Zug jetzt aus. Sehr geil. Ich wünsche, man könnte hier noch so Öffnungen reinbauen. Das wäre noch ganz geil. So, dann würde ich sagen, ich habe mich so lange genug davor gedrückt. Wir machen das Artefakt. Tutorial, Artefakt in... Protect the prophecies from the chest or from the... In the depot, set in the artefact, handle it again, Traxa, modify the future path. For each negative effect of the prophecy, you receive a positive effect. Also für jeden negative Effekt von einer Prophezeiung bekommst du einen positiven Effekt. Ach so, da setzen wir jetzt die Dings ein, oder was? Ach so, ach du Heiliger. Okay, 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 okay. Heißt also, wir können unsere Prophezeiung nutzen. Shark raving mad. The number of sharks in the void plus 1.
Aber wenn ich das jetzt einsetze, es heißt ja, man kriegt auch einen positiven Effekt. Frequency of Shark Attack plus 10. Chance of Entering Opponents. Chance of Encountering Sensor Mines. Frequency of Shark Attacks plus 15. Aber ich habe nur negative. Also man kriegt auch irgendwie einen positiven, ne? Entering Opponents, finde ich irgendwie... Encountering Opponents. Encountering Sensorminen. Ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung. Ich nehme mal Shark im Void. Plus 1. Shark Attack hatten wir ja hier, glaube ich, schon gehabt, ne? Plus 15, ne? Ich würde mal tatsächlich dann... diese Minen einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was... keine Ahnung. Wir werden sehen. Ah, okay. Mehr Shark in the Void gibt aber mehr Chemical. Okay. Oh, warte mal, dann nehme ich nochmal alle mit. Dann können wir nämlich alle nochmal vergleichen. Ach, so ist das. Okay. Da sieht man dann auch den Vergleich. Alles klar, Moment. Dann lass mal gucken. Geil, dass wir schon so viele Platten haben. Hey, das ist ja geil. Oh, gibt es auch irgendwie, wo man mehr Scrap Metal kriegt? Ich hätte es gerne. So. Chance auf Encountering Opponents. Mal 1. More Organic in the Void und More Dirty Ice in the Void. Shark Attack plus 10. More Items in the Void ist eigentlich ganz geil. More Chemical in the Void, aber mehr Shark Attacks. More Chemical. More Items in the Void. Dafür haben wir mehr Frequency Shark Attacks. Und hier auch. Das heißt, wir haben 25 Shark Attack Prozent, aber wir haben zweimal mehr Items in the Void. Das andere würde ich, glaube ich... More Chemicals, weiß ich nicht. Aber hier Opponents... eine Chance ist das ja, ne? Aber da würden wir mehr Organe und mehr Dirty Eyes bekommen. Ist natürlich ganz geil. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse das so. Erstmal. Oder? Wir können es ja immer noch ändern. Wir haben es ja bei uns. Ja, sehr schön. Das heißt, die anderen Platten packe ich mal weg. Die wir gerade nicht brauchen. Schön. Sensorminen. Okay. Ja, ja, gut. Scrap Metal, ne? Lass mal gucken. Ich würde gerne, wie gesagt, die Kisten hier erweitern. 4 Stück. Das heißt, wir brauchen... warte mal, was war denn das nochmal gewesen, was wir brauchen für die großen Kisten? 2 Schrauben und 2 Barren. Das heißt, 2, 4, 6, 8 Schrauben und 8 Barren brauchen wir. 8 Schrauben, 8 Barren. Das kriegen wir hin. Das machen wir jetzt mal. So. Für Schrauben brauche ich wie viel Barren? 1, okay. 8 Schrauben, 8 Barren. Das heißt, ich brauche 12 Barren, oder? Habe ich doch richtig gerechnet, ne? Ja, müsste passen. Glaube ich, denke ich. 8 Schrauben, 8 Barren. So, dann können wir das Holz auch nochmal auffüllen dann gleich. Ich habe jetzt 5 gemacht, ne? Dann mache ich nochmal 5, dann haben wir 10. Okay, 3 mehr. Wieso konnten wir nicht mehr machen? Wir haben doch noch. Verstehe ich nicht. Okay, wir brauchen 8 Schrauben. 5. Danke, ich habe dich gehört. So. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ich wünschte, ich könnte Wände bauen, Mann. Wie geht das mit den Wänden? Wann kommt das? Es war ganz schön und toll, dass man hier... Ich muss mich da nochmal informieren. Ob ich irgendwas übersehe vielleicht hier in dem Ganzen. So, warte mal. Wir brauchen... Was habe ich gesagt? 8 Schrauben, 8 Barren, ne?
Wir haben jetzt 5 Schrauben. 6, 7, 8. Jetzt brauchen wir dann noch 8 Barren. 5. Also brauchen wir noch 3. Dürfte ja dann reichen eigentlich. So. Ja, sehr geil. So, Holz haben wir da. Ist doch gar kein Problem. Holz haben wir. Natürlich. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Aber es freut mich. Die Reise wird so weitergehen. Die wird so interessant. Das wird so cool. Was uns da alles noch erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird großartig. Das wird sehr, sehr geil. So, dann kann ich ja da gleich schon mal abreißen. Wir haben 8, ja. Und jetzt haben wir auch 5 Barren. 6, 7, 8. Ja, sehr schön. Stellen wir die noch her. Dann kann ich die eigentlich schon mal abreißen. Ich darf jetzt nicht wieder denselben Fehler machen, dass ich hier wieder Dings abreiße, ne? Hier war der Hammer. Deconstruct. 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 Da ist was drin gewesen, ne? Genau. Und Deconstruct mit F. So, jetzt drücke ich T. Wähle das Buch aus und baue schon mal die Blueprints. So, Rotate. 1, 2, 3, 4. Hä, schon fertig? Nein, ach, ich bin so doof. Ach, ich hab die... Ich bin so durch. Ich hab die falschen gebaut. Ich bin so doof. Ich hab die kleinen wieder gebaut. Ich muss die großen bauen. Ich vertue mich damit immer. Die sehen so gleich aus. So, jetzt aber. So, wir brauchen einen Barren. 3 Barren brauchen wir noch. Haben wir. Ja, geil. Woohoo. Feier ich. So, dann fangen wir hier mal wieder an. Da ist voll, ne? Ja. Dann fangen wir hier an und dann können wir loslegen, wieder Scrap Metal zu sammeln. Den Barren packe ich erstmal wieder hier oben rein. Damit wir da oben irgendwie so eine Barrenkiste haben, falls wir mal welche im Vorrat herstellen oder so. Sehr, sehr schön. Das freut mich, muss ich sagen. Das ist sehr geil. Heißt also, wir kriegen auf jeden Fall mehr Items im Void und mehr Shark Attacks. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ready. Aber sowas von. Abfahrt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Scheiße. Wie cool das ist. Achso, man kann das jetzt nicht ändern. Achso. Das kann man nur... Achso. Das heißt, wir können das nur am Woll im... Oh. Da geht's schon los. 2x Scrap Metal sehen meine Augen. Das heißt, wir können das nur im Depot ändern. Achso. Ja. Lila ist es. Mehr Items, schon mal sehr schön. Und da hinten ist ja auch noch was. Hä, wie cool. Das geht ja jetzt schon richtig zur Sache hier. Man merkt jetzt schon, dass mehr Items sind. Hä, da drüben ist schon Scrap Metal. Wie geil. Feier ich ein bisschen. Nein. Nein. Ich hätte gern mal wieder meine... Genau. Sehr schön. Chemikalie brauchen wir nicht. So, zack. Ja, kotzt du mal ab. So, pass auf, haben die anderen noch gesammelt? Haben die noch, sehr schön. Das sammeln wir nochmal ein. Ah, alter Wut. Was soll ich mit so viel Wut? Ich meine, wir könnten hier noch Kisten bauen, ne? Neue Regale und so. Weil die Wood-Container sind alle voll. Oder wir reparieren mal so langsam mal ein paar Gestelle. Lalalala, 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 lalalala.
Er hat nichts dabei gehabt. Egal. Ja, Freunde, durch den dichten Nebel. Ich würde sagen, in der nächsten Folge hat Flexi was zu tun. 25% Shark Attack und mehr Items im Void. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Der wird sich bestimmt freuen. Aber wir haben ihm gut was vorbereitet, muss man sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in einer neuen Folge Void Train. Dann schaltet ihr wieder ein und das wird sehr, sehr geil. Also bis dann. Tschüss.